Heute ist AJ Raphael bei uns. AJ ist ein talentierter Musiker, der eine enorme Fangemeinde auf YouTube und anderen sozialen Medien hat. Ich glaube, er hat mehr als 140 Millionen Aufrufe auf YouTube. Das sind eine Menge Menschen. Stimmt. Und das ist nur diese eine Plattform. Er glaubt fest an Jesus Christus und gibt durch seine Musik seine Freude an Tausende von Fans weiter. Heißen Sie AJ Raphael willkommen. Ich bin so froh, dass Sie hier sind. Ja, danke, dass ich hier sein darf. Fangen wir mal damit an. Es gibt so eine Sache, die sich Internet nennt und es normalen Menschen ermöglicht, Verlage und Plattenfirmen zu umgehen und durch reines Talent ein riesiges Publikum zu erreichen. Wie haben Sie so eine große Fangemeinde aufgebaut? Ja, ich schrieb meinen ersten Song mit 14. Das ist schon eine ganze Zeit her. Und damals fing ich auf einer Website namens MySpace an. Davon habe ich gehört. Ja, inzwischen ist sie nicht mehr so populär, auch wenn es sie immer noch gibt. Damals lud ich dort meine Musik hoch, die ich zu Hause in der Garage aufnahm. Meine Mutter kaufte mir für $1,000 ein 24-spuriges Aufnahmegerät, damit ich einige Tracks machen konnte. Ich musste sogar HTML-Codes erstellen, nur um meine Musik hochladen zu können. Das war 2004. Ich weiß noch, wie ich dann ein paar Jahre später von einer neuen Website namens YouTube hörte. Also fing ich an, dort Videos hochzuladen und sie dann auf meiner MySpace-Seite zu posten. Sie waren ganz früh bei YouTube aktiv. Ja, von Anfang an. Gerade als es losging. Anfangs wurde YouTube aber nur als Hilfsmittel für MySpace benutzt. Ganz genau. Am Ende meiner YouTube-Videos fügte ich immer meine MySpace-Adresse ein, um Besucher dorthin zu bringen, damit sie dort meine Freunde werden und meine Musik hören konnten. Aber mit den Jahren ist meine YouTube-Fangemeinde gewachsen. YouTube hat eine Option, Abonnieren genannt, von der ich gar nichts wusste, bis ich merkte, dass ich schon 1000 Abonnenten erreicht hatte. Es war schon komisch, mit einem Mausklick Orte wie die Philippinen, Australien und Kanada erreichen zu können und Menschen meine Musik zu bringen. Zumindest damals kam es mir noch komisch vor. Menschen online kennenzulernen, das war ja noch neu. Ich weiß es noch. Aber inzwischen haben sich vermutlich die meisten von Ihnen online kennengelernt. Das stimmt. Aber was für ein Segen, heute aufgrund des Internets die Welt bereisen zu können. Das ist eine großartige Möglichkeit für noch unbekannte Musiker. Früher konnte man seine Musik nur verbreiten, indem man einen Plattenvertrag bekam. Ja, oder buchstäblich an Türen klopfte. Ja, genau. Heute geht es ganz einfach durchs Internet. Man muss nur gute Musik machen. Das finde ich so klasse. Sie haben eine riesige Fangemeinde. Menschen lieben Ihre Musik. Hören Sie sich sein Album an. Es heißt Red Roses, richtig? Ja. Es kam vor 6 Jahren raus. Die Leute lieben es. Ihr Vater hatte großen Einfluss auf Ihre Musik. Genau. Erzählen Sie von ihm. Ja, mein Vater. Wow, was für ein Mann. Meine Familie ist sehr musikalisch, größtenteils seinetwegen. Ich fing mit 5 Jahren an, Klavier zu spielen. Meine Mutter sagt immer, ich war 2,5. Aber das ist nicht sehr glaubhaft. Also sage ich 5. Ja, meine Mutter würde auch sowas sagen. Mein Vater war mein erster Lehrer. Er hat mir sehr viel über Musik beigebracht. Ich wuchs quasi in einem Chor auf. Hier zu sein und die Dirigenten zu sehen, erinnert mich irgendwie an meine Kindheit. Meine Eltern waren beide im Chor aktiv. Mein Vater war der Pianist und Dirigent. Leider starb er, als ich 10 war. Das war eine sehr schwere Zeit. Ich weiß noch, wie ich bei seiner Beerdigung Klavier spielte. Wir übernahmen seine Aufgabe. Meine Mutter dirigierte und ich spielte Klavier für die Kirche. Aber ich erinnere mich noch gut an ihn. Er versuchte, mit allen möglichen Jobs über die Runden zu kommen. Als Busfahrer oder Tankstellenarbeiter. Er konnte damals als Musiker nicht genug Geld für die Familie verdienen. Meine Mutter ist Krankenschwester. Er sagte meiner Mutter, sie solle uns ausreden, professionelle Musiker werden zu wollen. Aber ich kann mich glücklich schätzen, dass meine Mutter meine Liebe zur Musik fördern wollte. Aber auch mein Vater war von Anfang an eine große Inspiration, und das ist er ja immer noch.
Ich will sein Vermächtnis fortsetzen. Es ist interessant, dass Ihre Mutter, die als Krankenschwester das Geld nach Hause brachte, Ihre Musikerlaufbahn fördern wollte, während Ihr Vater, der Musiker war, sagte, damit kannst du kein gutes Geld verdienen, werd lieber Krankenpfleger. Ja, ich bin für meine Mutter sehr dankbar. Besonders in unserer philippinischen Kultur heißt es immer, werde Krankenschwester, werde Arzt, werde Anwalt. Da kann ich mich glücklich schätzen, dass meine Mutter schon früh wusste, dass ich Musiker werden wollte. Und als mein Vater dann starb, wusste ich, dass ich das machen wollte. Ehepaare, die einander nicht mögen, scheinen ihren Kindern häufig vom Beruf des Ehepartners abzuraten. In Ihrem Fall war das andersherum. Die Tatsache, dass Ihre Mutter, eine Krankenschwester, sagte, werde Musiker, und Ihr Vater, ein Musiker, sagte, erlerne einen richtigen Beruf. Einen richtigen Job. Einen richtigen Job. Aber die Tatsache, dass Sie das sagten, finde ich, ist ein Zeichen der tiefen Liebe, die Sie füreinander hatten. Das finde ich schön. Sie waren beide Immigranten. Sie stammten aus derselben Stadt auf den Philippinen und zogen hierher, um ihren Kindern eine bessere Zukunft zu ermöglichen. Für meine Schwester und für mich. Dafür bin ich sehr dankbar. AJ, Sie haben schon eine Menge erlebt. Dabei hat Ihr Glaube eine wichtige Rolle gespielt, oder? Ja, und das hängt stark mit dem musikalischen Aspekt zusammen. Wenn ich singe oder in der Kirche spiele, fühle ich mich mit Gott verbunden. Auch in meinem Verlust hat mich die Musik wie ein Soundtrack begleitet. Das Lied, das ich gleich singen will, Lord, I Need You, hat mir sehr geholfen, als mein Onkel kürzlich verstarb. Musik spielt eine große Rolle in allem. Mein Vater spielte für alle möglichen Kirchen. Inzwischen spielen wir in einer katholischen Kirche. Aber ich weiß noch, wie wir sonntags zu einer Methodistengemeinde und zu verschiedenen Kirchen gingen. Abends kamen wir dann nach einem langen Tag von den Gottesdiensten und Messen wieder nach Hause. Sie haben all diese verschiedenen Traditionen und dergleichen erlebt. Ja, all diese Traditionen und Kulturen. Es war beeindruckend, das mitzuerleben und die Liebe meines Vaters für Gott durch seine Musik zu sehen. Wir können es kaum erwarten, Ihre Musik zu hören. Ich kann mich noch an einen Mann erinnern, der sagte, ich bin Christ geworden, weil ich etwas brauchte, worüber ich Lieder dichten kann. Als ich das hörte, war ich erst 16. Ich war sehr leidenschaftlich in meinem Glauben und mich störte diese Aussage. Aber später ist mir durch meine eigenen Erfahrungen bewusst geworden, eigentlich ist das eine schöne Aussage, dass ihm klar wurde, es gibt nichts Besseres, worüber man spielen oder singen kann als Jesus Christus. Und genau das tun sie, das ist toll. Wir freuen uns. Oh, danke, danke. Das erinnert mich. Ich habe schon im ganzen Land in ausverkauften Shows gespielt. Aber wenn ich mich für ein besonderes Lied in der Messe oder selbst heute hier vorbereite, bin ich nervöser als sonst, weil es speziell für Gott ist. Wissen Sie, was ich meine? Ich denke schon. AJ, herzlichen Dank. Sie können ihn auf YouTube finden. Ich finde Ihr Herz so gut. Es strahlt durch Ihre Persönlichkeit hindurch. Es scheint durch Ihre Musik hindurch. Wir können uns glücklich schätzen, dass Sie heute hier sind. Verehrte Damen und Herren, einen Applaus für AJ Raphael.